Moin Leute, Top Trading Cards hier. Ich habe euch beim letzten Bundesliga Chrome Opening, da haben wir zwei Displays hintereinander weggemacht und hatten diese beiden hübschen Trikotkarten. Shinji Okazaki, Japaner, in Diensten von Mainz 05. Thomas Müller, Deutscher, in Diensten von Bayern München. Die beiden kennt jeder. Shinji Okazaki ist auf jeden Fall ein guter Fang. Müller ist der beste Fang. Und, was habe ich euch versprochen? Dass es wieder zwei Displays gibt. Ihr wisst vielleicht, wie wir es beim nächsten Mal, letzten Mal gemacht haben. Ich werde das Video vom letzten Mal hier oben reinballern. Zieht es euch nochmal rein. Der linke Display geht an meinen Bruder. Der sitzt hier und macht schon mal die Sortierung. Hier schon mal die ganzen Stapel der Chrome-Karten. Da kommen jetzt nochmal ungefähr 8 Displays drauf. Und ich mache unseren Display hier. Und dann wollen wir mal. Wieder zwei Displays und das war wieder nicht das letzte Mal, dass wir das machen, sondern wir machen es mindestens noch einmal und ich hebe mir für die Zukunft einfach mal zwei Displays auf, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten immer mal Chrome unboxen können für euch, weil euch gefällt es, was euch gefällt, gefällt mir sowieso, also ganz einfache Rechnung. So. Da haben wir sie, 36 Chrome Booster, Display kommt hier runter. Ich starte auf Top Trading Cards mit dem zweiten, dritten, vierten, ich weiß nicht, auf jeden Fall wieder zwei Displays, Bundesliga Chrome. Hier für euch, die es interessiert, einmal die Odds. Stoppt euch das Bild, könnt ihr euch genau rangucken. Ich hätte gerne dieses Torwart-Handschuh 2615, das ist nice. Okay, ab geht's. Booster Nummer 1, Bundesliga Chrome. Ich werde mich beeilen bei den Karten. Ihr habt alles gesehen, wir wollten die guten Karten. Ich probiere die mal. Eine wird wohl zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich lege sie einfach auf den Tisch. So, wir starten mit Osako, Wolfsburg Club Karte, Starspieler, Kiyotake, Felix Klaus und Ömer Toprak. Raphael, Kevin Großkreuz, Draxler, 96 Club Karte und Johu Park. David Alaba, Österreichs Fußballer des Jahres der letzten 20 Jahre. Philipp Dames, Kapitän. Bittencourt, Bernd Leno und Antonio Rüdiger. Granit Xhaka, Ilkay Gündoğan, Starspieler Shinji Kagawa für Dortmund, Pavel Krimasch und Valentin Stocker. Ich muss immer an der Seite gucken, ob das Trikot nicht drin ist. Baba, richtig cooler Linksverteidiger. Der hat mir im Afrika Cup sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass der sich schnell für einen richtig guten internationalen Klasseverein entscheidet. Der wird der Superstar. Der hat das Zeug dazu. Matze Lehmann, Dennis Liegmeier, von dem hatten wir in unserem ersten Chrome Unboxing. Wenn ihr das nicht gesehen habt, zieht es euch rein. Das Autogramm, sehr geil. Lars Bender. Das Autogramm haben wir übrigens schon verkauft, das ging zack zack. Sebastian Prödel, Arjen Robben, hier wieder die Torfabrik, Niklas Süle und Jachel Kuh. Dann Ragnar Klavan, Hendrik Mkhitaryan, Starspieler Tobias Werner von Augsburg, Vedat Ibisevic und Paderborn Clubkarte. Booster-Nummer, ich habe keinen Plan. Das ist Raphael Wolf, Torwart von Bremen. Kapitän von Paderborn ist Uwe Hünemeyer, Johann Giroud, Stefan Reinhardt und Frankfurt Clubkarte. Weiter geht's. Mein Bruder, hast du schon gefunden? Ohne zu knicken. Mein Bruder sagt, ohne zu knicken, er weiß, wo die Karte drin ist. Ich bin gespannt. Mein Bruder ist also quasi... Houdini, der sieht das durch. Das ist der Röntgenblick. Mehdi Benatia. Admemi Mehdi. Er sagt, es ist schwerer. Es ist deutlich schwerer. Ja. Hier, das ist das Pack, was mein Bruder meint. Da ist er sich hundertprozentig sicher. Ohne Knicken, ohne alles. Also, wenn ihr wissen wollt, ob in euren Boostern Trikotkarten drin sind, mein Bruder klärt das für euch. Hannover 96. Daniel Didavi. Mario Vrančić. Mit der Nummer kannst du auftreten. Bei der Topstour. Kohle machen. Marvin Hitz, Shinji Okazaki, Starspieler. Da hat man eben das Trikot von. Nur nochmal zur Info. Sportclub Freiburg, Clubkarte. Wendell, Haris Seferovic.
Im nächsten Booster, ich will mal wieder ein Autogramm, Leute. Köln-Clubkarte, Marcelo, sag ich, Mario Götze. Der WM-Torschützen, Finaltorschütze, dann Tor vom Ball, Stück vom Ball, Daniel Schwab und Nico Schulz. Schulz in the Box. André Hahn, Borussia Mönchengladbach. Juan Bernat, Clemens Fritz, Kapitän von Bremen und hier Schmiedebach und Piazon. Hier, ich muss wieder auf meine Insatz warten. Marcel Risse bis ganz am Ende. Manuel Neuer, wieder ein Stück vom Ball. Sven Ulreich und Marco Rus. Ich reich mal kurz rüber und mache weiter. Oscar Wendt, Raphael van der Vaart, Kapitän HSV, Gülselam, Sidney Sam und Kalu. Gladbach Clubkarte, Milos Jojic, der aussortierte, wieder ein Stück vom Ball, Werner und Václav Kalets. Hakan Çalhanoğlu, Torschütze für die Türkei beim Länderspiel gestern Abend. Wenn ihr das Video seht, ist das nicht mehr gestern Abend. Aber ich sag's trotzdem, weil es so ist. Marc Torrejón, Gonzalo Castro, Sebastian Langkamp, Bamba Anderson. Ich habe hier das Trikot. Ich leg's beiseite. Dann können wir jetzt ja Gas geben. Kehl, Trapp, Marcelo, Boateng und Jonas Hofmann. Galvez, Ribéry, Kapitän Verhaag, Gülselam und Ronny. Dominic Marot, André Schürrle, Elionussi Starspieler, Christian Günther und Choupo-Moting. Weiter geht's. Bremen Clubkarte, Luis Gustavo, Kapitän Philipp Lahm, Freiburg Clubkarte und Drimmitsch. Dann Juricic, Lukas Piszek, Bundesliga-Logo, Schmiedebach und Ziegler. Dann haben wir Izet Hajrovic, Sebastian Jung, Hajime Hosogai, Uchida und Bungert. Altintop, Höwedes Kapitän, Felix Klaus, Heuminsson und Strodig. Kalsenbracker, Pierre-Emerick Aubameyang, Lewandowski Starspieler, Torrejón und Sebastian Bönisch. Roman Weidenfeller, Starspieler Alex Meyer von Frankfurt, Bittencourt für Hannover, Schalke Clubkarte und Karius. Finn Bartels, Rolfes Kapitän, Krimasch, Castro und Schieber. Schweinsteiger, Westermann Starspieler Marcelo, Tinjetwei und Oriel Romeu. Santiago Garcia, Thomas Müller, Nicole Czernoweski, Günther und Inui. So, fünf Stück noch, glaube ich, ungefähr. Augsburg Clubkarte, Jerome Boateng, ein Stück vom Ball, Klein und Sjelbred. Weiter geht's. Anthony Uccia, Franco Di Santo Starspieler, Anthony Modest, Emir Spajic. Mein Bruder sagt, das ist er wohl nicht, weil er sie jetzt gefunden hat. Aber wir lassen den mal hier liegen. Mal gucken, was die Vermutung war. Die fühlt sich echt ganz anders an. Das sehe ich ja auch so. Emir Spajic, vielleicht haben wir ja irgendwas Exquisites. Weiter geht's. Kapitän Andreas Beck,
Pierre-Michel Lasogga, Gotoku Sakai, Inioski Hertha Club Karte. Dann haben wir das Dortmund-Logo. Starspieler Max Kruse, Adam Scholey, Lars Bender und John Heitinga. Auffällig ist, dass es Basiskarten gibt, die sehr selten sind. Henrik, Mkhitaryan, andere wiederum nicht. Dann haben wir hier Bundesliga-Karte. Stück vom Ball, Anthony Modest. Kahn Ayhan, Alban Meha. Noch zwei Booster. Martin Stranzl, Kapitän Christian Gentner, Pierre-Michel Lasogga, Stuttgart Clubkarte und Julian Baumgartlinger. So, der letzte Booster aus dem Display. Dann haben wir noch das hier, das ist meine Trikotkarte. Das hier ist die Seite Trikotkarte von meinem Bruder. Und das ist der Booster, wo mein Bruder sich sicher ist. Und der fühlt sich echt komplett anders an, dass da was drin ist. Aber vielleicht ist das einfach nur komisch gepackt. Also, mein letzter Booster. Was ist das? Achso. Jonas Hector. Kevin De Bruyne. Erste Mal De Bruyne, glaube ich. Starspieler Ricardo Rodriguez. Dann Max Meyer und Süleyman Coach. So, wir machen es jetzt so. Das war der Booster, wo mein Bruder sich sicher war, dass das Trikot drin ist, bis er gemerkt hat, scheiße, das Trikot ist ja hier drin. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Es sieht nach nichts aus, nichts Druck, Besonderes. Sind mehr Karten drin. Sind viel mehr Karten. Sind mehr Karten drin. Hm. Also, wir haben Rafinha in dem Pack, Chiro Immobile in dem Pack, ein Stück vom Ball, ein Kapitän von Stindl, das ist schon Karte Nummer 4. Dann haben wir Rudi, das ist Karte Nummer 5. Dann haben wir Karte Nummer 6, Stefan Reinhardt. Karte Nummer 7. 7 Karten, das war der Grund. 7 Karten in einem Pack ist auch nice. Okay, da kann man sich ja nur vertun. Ich fange mit meinem an. Trikot Nummer 1, Display von mir, rechte Seite. Ja, andersrum. Kevin Wimmer, der wechselt zu den Tottenham Hotspurs in die Premier League. Ende der Saison ist ein Kölner. Ich bin mit der Karte insofern zufrieden, dass die Engländer die gerne haben wollen, weil die wissen, da kommt ein Schrank aus Österreich bzw. Köln. Nächstes Jahr Innenverteidiger bei den Tottenham Hotspurs, Kevin Wimmer. Gib's mir ins Leaf bitte. Nummer 188 von 400, Kevin Wimmer, FC Köln, sehr schön. Tottenham. Zack, ab in den Sleeve. Und die Seite von meinem Bruder. So, was haben wir hier? Ich weiß nicht. Hä? Das sieht aus wie Kachunga. Falsch. Oder Chupomotin. Richtig. Oh, mit schwarzen Streifen durch. Sehr sehr schön. Erik Maxim Choupo-Moting, Trikotstück Schalke 04. Einer der besten Torjäger von Schalke in der Hinserie. Zusammen mit Huntelaar hat er teilweise ein Top-Duo gebildet. Trikotkarte Nummer 250 von 400. Erik Maxim Choupo-Moting. Wollen wir also einmal aus den ersten geöffneten vier Displays Revue passieren lassen und sehen. Also Choupo-Moting Trikot. Kevin Wimmer Trikot, Shinji Okazaki und Thomas Müller. Leute, wie gesagt, es wird noch so ein Opening mit zwei Displays geben. Und in der Zukunft für die nächsten Wochen habe ich mir extra zwei Displays zurückgelegt. Da werden wir also nochmal was machen in den nächsten Wochen und Monaten. Das war's für heute mit Bundesliga Chrome. Schreibt uns eure Kommentare, Daumen hoch, Channel abonnieren. Das war's für uns. Macht's gut, Leute. Haut da rein. Gefällt euch unser Channel, dann klickt jetzt auf Abonnieren und seid dabei bei uns in der Community Top Trading Cards. Wir freuen uns auf euch, also jetzt unbedingt abonnieren klicken und wieder reinschauen. Danke!